Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Die nächste Mission, die wir angehen müssen, ist ganz schön fischig. Die letzte Eismission, die letzte normale Eismission. Und diese Mission dauert Ewigkeiten, wenn man sie das erste Mal spielt. Hey Ivo, kennst du den schon? Ich brauche Fisch für meine Chips. Haha, kapiert. Ach ja, der Teleporter liegt hinter einer verschlossenen Tür. Befreie den Fisch, leg den Schalter um, um die große Tür zu öffnen. Ja, ich glaube, der Fisch and Chips-Witz funktioniert besser im Englischen als im Deutschen. Ja, wir sind ein cooler Kabeljau, wie wir schon früher mal gelernt haben in diesem Level. Und das ist eins der großen Probleme, finde ich schon, mit diesem Level. In diesem Level wird nämlich nicht sonderlich viel gekämpft für eine ganze Weile. Es ist in erster Linie sehr viel Erkundung. Und da haben wir schon die erste violette Energiezelle. Wir haben ja ein ziemlich großes Level, in dem wir auch ziemlich viel tun müssen. Wenn man weiß, was man hier alles tun muss, ist es gar nicht mehr so schwierig. Aber wenn man es das erste Mal durchspielt, ist es extrem schwer, meiner Meinung nach zumindest, hier die Orientierung zu behalten. Außerdem ist es nicht ganz schwer, mit dem Kabel ja aus Versehen auf Land zu landen. Und wenn man mit dem Kabel ja auf Land liegt, verliert man permanent HP. Das sollte nicht passieren. Also pass auf, dass euch das nicht passiert. So, da haben wir mal wieder ein paar Ringe. Ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal Ringe irgendwo gesehen haben. Wir haben ein paar dunkelblaue gesehen, davon ist ein hellblauer. Ja, man kann sich schon denken, was man hier machen muss. Wir müssen in maximaler Geschwindigkeit durch die Ringe durchflitzen. Mal gucken, ob wir das beim ersten Versuch schaffen. Pling Nummer 1. Pling Nummer 2. Wir dürfen praktisch nicht langsamer werden. Oh ja, das war eine schöne Drehung. Pling Nummer 3. Blink Nummer 4, denn ansonsten schafft man das ja nicht. Die Ringe tauchen nämlich hinter einem wieder auf, wenn man zu langsam ist. Blink Nummer 5 und da ist der Zielring. Schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es. Ja, und Ding, Dong, Ding, du hast alle Ringe und wir haben diese Nachricht einfach nochmal benutzt. Und da haben wir schon die Trophäe benutzt, ein goldener Totenschädel, der leider an Land liegt, was ihn etwas schwierig zu bekommen macht. Ja, das habe ich jetzt gerade deutlich leichter aussehen lassen, als es eigentlich ist. Denn hier vorne durch alle Ringe zu schwimmen, schafft man wirklich nur, wenn man die ganze Zeit durchschwimmt. Mehr oder weniger auf Maximalgeschwindigkeit mit dem coolen Kabeljau. Ja, ich werde niemals über diesen Namen hinwegkommen. Der coole Kabeljau. Warum haben sie den nicht einfach Fisch genannt? Immerhin ist es ein Fisch! Fisch! Ja, dann haben wir jetzt den ersten coolen Kabeljau hier aus dem Becken-Dingster-Bumster befreit, wie auch immer die da eingesperrt hat, wieso auch immer man die einsperren sollte, wieso auch immer man die wieder befreien sollte, immerhin sind wir eigentlich dabei, hier die Tiere alle zu erledigen, weil die Tiere ja scheinbar die Kontrolle über die Raumstation erlangt haben, wie wir am Anfang im Intro dieses Spiels gelernt haben. Aber gut, dass die Missionsziele hier in diesem Spiel überhaupt keinen Sinn machen, haben wir ja schon in der ersten Mission gelernt. Ja. Dann können wir hier vorne noch Schalter aktivieren, um hier was mit diesem Walross anzustellen. Da kommen wir aber gleich erst zu. Erstmal werden wir hier vorne noch weiter erkunden. Rupp, eine volle Drehung, wunderbar. Wir wollen erstmal hier vorne in den Abschnitt rein. Moment, da waren wir doch gerade eben. Da vorne, das Ding haben wir schon aktiviert. Ja, dann schwimmen wir erstmal hier oben weiter. Wie gesagt, in diesem Level ist es recht groß, ist es sehr leicht, die Orientierung zu verlieren. Leider, leider. So, und hier haben wir noch einige violette Energiezellen, sowie etwas, das man hier in diesem Level sehr gut gebrauchen kann, was einem leider meistens nicht viel hilft, weil es einfach viel zu groß ist, um es sich einfach so zu merken, nämlich ein Gratistrip. Ja, ein Gratistrip, damit man ein bisschen Übersicht zumindest hier bekommt. Ja, da unten ist der Totenschädel, von dem wir eben die Trophäe aktiviert haben. Aber die Trophäe ist leider nicht da unten, sondern oben an Land, wie wir gesehen haben. Da unten wären, glaube ich, die Ringe, die wir allerdings gerade eben schon durchschwommen haben allesamt. Da vorne ist das Walross, da vorne ist der Schalter, den wir gleich noch mehrfach aktivieren werden müssen. Das ist noch eine violette Energiezelle, wunderschön. Da ist noch ein Fisch, den wir befreien müssen. Die können wir uns auch schon mal vormerken. Und ja, wenn die Kamera hier so hoch schwenkt, sehen wir auch, wie schön groß dieses Level ist. Da ist eine Riesenqualle. Ein weiteres Iglo, das allerdings unter Wasser liegt. Interessant. Und ja, zu dieser Riesenqualle, da kommen wir übrigens noch für eine ganze Weile nicht hin. Versucht nicht in dieses Gebiet zu kommen, vorerst. Und da haben wir einen Schalter und ein paar Polarpanzer, die wir bereits früher ja mal gesehen haben. Die wir hier in diesem Level allerdings nicht zu einem Bildschirm bringen können, wie ich schon mal erwähnt hatte. Weshalb wir ihr Bio ja schon in einem früheren Level durch ein bisschen Rumtricksen angeguckt haben. Ja, davon ist die Trophäe. Ich guck mal, ich hoffe, wir können sie erwischen, ohne zu sterben. Jawohl, wunderbar. So, und jetzt... Flatter, flatter, flatter. Platsch.
Puh, gut, wir haben nur sehr wenig Energie verloren. Es kann schon mal passieren, dass man da oben drauf hängen bleibt, weil wenn man nicht schnell genug wieder rüber, ja, schlittern kann, wenn man seine Geschwindigkeit da oben verliert. Aber ja, wir haben es gut geschafft. So, Zugang verweigert. Wir können hier in diese Tür leider nicht rein, bevor wir nicht einen gewissen Schalter aktiviert haben, den wir eben schon bei dem Trip um die Welt mehr oder weniger gesehen haben. Ja, dann gehen wir einmal hier vorne rein. Und können hier drin noch eine violette Energiezelle sammeln, sowie, Achtung, hier vorne um die Ecke, einen Fisch retten. Ja, das ist auch wieder so eine Stelle, die muss man erstmal überhaupt finden in diesem Riesenlevel. Da muss man erstmal da haben wir irgendwie die Decke getroffen. Da muss man erstmal gucken, mein Gott, die Kamera hängt sich aber auch überall fest. Muss man erstmal überall gucken, dass man hier, wo man überhaupt hier lang springen kann. So, das wollte ich sagen. So, wir haben einen weiteren Fisch befreit. Damit fehlt schon nicht mehr viel an Fischen, ich glaube nur noch ein einziger. Und wir wissen ja schon, wo der ist. Den haben wir gerade eben in dem Rundgang ebenfalls gesehen. So, katapultieren uns hier also wieder raus. Und dann gucken wir mal, dass wir den irgendwo hier vorne finden. Ich meine, der war hier irgendwo. Nee, hier ist er nicht. Da vorne ist der Lichtschein. Das ist immer ein guter Orientierungspunkt. Ah ja, hier vorne können wir übrigens hier konnte man wohl schon rüber zu der Riesenkralle. Ich habe da gerade was verwechselt. Aber wir können hier auf der Seite leider noch nichts machen. Zumindest nicht viel machen, außer diesen Fisch da vorne befreien. Okay, dann waren es noch zwei Fische, die wir befreien mussten. Hier vorne in diesem Iglu liegt allerdings etwas, das wir brauchen. Achtung. Ding! Nämlich, hey, du hast einen Skelettschlüssel gefunden. Dieses Ding, da muss man auch erstmal irgendwie als Schlüssel identifizieren. Eigentlich sieht es mehr nach stinknormaler Dekoration aus, wenn man es einfach so sieht, aber gut. Ja, die Qualle macht übrigens tatsächlich Schaden. Das ist einer der wenigen wirklichen Gefahrenpunkte hier in diesem Level. Also pass auf, dass er in die nicht unbedingt reinschwimmt. Es ist allerdings nicht sonderlich schwer, hier auszuweichen. Sie ist kein eigenes Tier, man kann sie nicht übernehmen. Und sie zielt auch nicht auf einen oder so. Also guckt einfach, dass ihr euch von ihr fernhaltet. Ja, wir haben den Kabeljau hier vorne befreit. Den coolen Kabeljau! Und mal sehen, jetzt könnten wir entweder hier vorne diesen komischen Fisch-Schalter aktivieren, was wir allerdings eigentlich später machen wollten, von daher machen wir es auch später. Oder wir können hier vorne reinschwimmen, wo wir jetzt den Skelettschlüssel brauchen werden. Nämlich diese Kiste hier vorne wird sich nicht öffnen, solange wir nicht den Skelettschlüssel haben. Wenn wir allerdings mit dem Skelettschlüssel hier hinschwimmen, tada, öffnet sie sich und gibt 4 violette Energiezellen frei. Es ist übrigens ein bisschen nervig, da reinzuschwimmen, weil diese Kiste stößt einen extrem ab. Damit man nicht irgendwie in die Kiste reinglitscht, schätze ich mal, während sie geschlossen ist. Und, ach komm schon, jawohl. Hier drin brauchen wir auf jeden Fall die 4 Energiezellen raus, um wieder mal alle 5 dann in diesem Level zu sammeln. Wie immer halt. Ja, dann können wir hier vorne den nächsten coolen Kabeljau befreien. Und da unten ist noch eine violette Energiezelle drunter. Es müsste auch jetzt der letzte Kabeljau sein. Achtung. Jawohl, Aufgabe erfüllt, du hast den Fisch befreit. Hören wir mal auf die Energiezelle. Ring, jawoll. Wir haben alle 15 gesammelt. Ja, damit haben wir doch schon die größten Sorgen wieder aus unserem Gedanken entfernt, nämlich die Trophäe zu holen und die 15 Energiezellen zu sammeln. So, und jetzt können wir hier vorne diesen Schalter endlich umlegen, den Fischschalter hier. Achtung, klick. Damit aktivieren wir jetzt eine Wassermine! Ja, wir steuern jetzt diese Mine hier vorne und unser Ziel ist es, die Mine nicht aus Versehen in der Wand zu steuern. Nochmal aktivieren. Wir können diesen Schalter so oft aktivieren, wie wir wollen praktischerweise. Aber natürlich immer nur einmal, wir können immer nur eine Mine kontrollieren. Mit dieser Mine müssen wir jetzt natürlich, wie sollte es auch sonst sein, hier oben das Walross erledigen. Denn die Fische selbst, haben wir ja schon mehrfach festgestellt, können selbst nicht kämpfen. Was dieses Level hier sehr ruhig macht. Bam! Wunderbar. Da vorne an der Ecke ist immer eine sehr gute Stelle, um das Walross zu erwischen. Das Walross weicht einem nämlich tatsächlich so ein bisschen aus, wenn man mit der Mine durch die Gegend flattert hier vorne. Und an den meisten Stellen ist zu viel Platz, um das Walross sicher zu erwischen. Und es zu verfolgen geht auch nicht wirklich, weil das Walross schneller ist. Also man wartet am besten immer hier vorne oder versucht es wenigstens hier vorne an der Kurve zu erwischen, aber nicht geschafft. Okay, dann gehen wir hier vorne wieder an diesen kleinen Eckpunkt, denn hier kommt das Walross eigentlich immer vorbei und man erwischt es praktisch immer. Lalala, da ist es wieder. Haha. Wir haben gesehen, es hat versucht uns auszuweichen, ist da vorne in die Wand gefahren und so haben wir es wieder erwischt. So, ein dritter Treffer müsste jetzt eigentlich genügen, um das Walross zu erledigen. Rup. Wunderbar. So, und dann warten wir, dass das Walross hier wieder vorbeikommt. Ah, da ist es schon. Haha, das war ja gut. Das war perfektes Timing, liebes Walross. Und dann können wir uns in das Viech verwandeln. Plock. So, aber erstmal haben wir hier vorne noch etwas anderes zu erledigen. Nämlich gibt es hier vorne einen kleinen Wasserhahn.
Den müssen wir noch mit dem Fisch aktivieren. Das muss man auch erstmal finden hier unten. Dieses Ding ist extrem unauffällig. Das ist schwarz auf einem extrem dunklen Untergrund, dieses Ding. Das ist in diesem Level sehr gemein gemacht. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht sterben, denn das Wasser wird jetzt abgelassen. Und wir sollten nicht auf Land landen mit unserem Fisch. So, wir gehen wieder in das Walross. Also, nicht wieder in das Walross, wir gehen mal wieder in ein Walross. Ist ja schon länger her, dass wir in einem drin waren, so. Merken uns die Position des Fisches, denn wir müssen später wieder in ihn zurück. Wir können uns natürlich auch irgendeinen anderen Fisch nehmen, wenn jetzt irgendwo anders Fische gestorben sind. Aber mit dem Walross Fische zu töten, könnte sich halt sehr schwierig erweisen. Also, das würde ich nicht empfehlen. Ja, wir sehen jetzt, dass hier vorne das gesamte Gebiet, das vorher unter Wasser war, betretbar ist als Walross, weil wir hier alles rausgelassen haben. Hier vorne haben wir außerdem eine Box, die wir mal eben erledigen können, wo wir gerade schon mal hier sind. Bam! Zum Glück ist der Explosionsradius sehr groß von dem Walross. Ja, das wollte ich nur mal eben erledigt haben, sonst gibt es hier drin nichts zu tun. Wir können jetzt mit dem Walross nämlich hier vorne durch die große Türe. Der Zutritt wurde uns verweigert, als wir versucht haben, mit einem Fisch reinzugehen. Aber der Zutritt wird uns nicht verweigert, wenn wir mit einem Walross rein wollen. Jetzt müssen wir die Polarpanzer erledigen mit dem großen Walross. Ist allerdings nicht so schwierig, wenn wir auf großer Entfernung bleiben. Leider schließt sich die Tür wieder vor uns, was extrem nervtötend ist. Und wir sehen auch, dass wir immer recht lange warten müssen, bis unsere Raketen sich wieder aufladen. Hier vorne sehen wir übrigens einige Fischis, die wir jetzt umgenietet haben. Die wir theoretisch übernehmen könnten, die allerdings sofort sterben würden hier auf Land. Wir könnten sie allerdings natürlich mit dem Walross ins Wasser schieben. Was eine Weile dauern würde, aber okay. So, ja, pass auf, dass der Polarpanzer nicht in den Nahkampf gegen euch kommt. Der tötet einen relativ fix, wie wir schon wissen. Aber wir haben es geschafft, ihn zu erledigen. Und rip, jetzt sind wir wieder mal ein Polarpanzer, der hier vorne erstmal die Musik wieder ein bisschen leiser machen kann. Wunderschön. Danke, Polarpanzer. Ja, dann können wir, bang, sinnlos Minen legen und hier vorne hochfahren. Wir haben gesehen, hier drin ist noch ein Polarpanzer, aber solange wir auch einer sind, tut er uns natürlich nichts. Wenn wir versuchen würden, mit dem Walross hochzufahren, das wäre extrem problematisch. Dann würde sich der Kerl hier nämlich wehren und es wäre generell ein Problem, überhaupt hier diese Schrägen als Walross hochzufahren. Natürlich wehrt sich der Polarpanzer auch gegen unseren Polarpanzer, wenn wir ihn angreifen, aber wir müssen ihn ja nicht provozieren. So, ding, wir haben den großen Schalter aktiviert und damit die Tür zum Ziel geöffnet. Yay, Aufgabe erfüllt, du hast die große Tür geöffnet. Wunderbar, das war's. Jetzt sollte der Teleporter auch schon aktiv sein. Jawohl, ist er. Und wir können das Level verlassen. Das sah jetzt alles relativ flott aus und wahrscheinlich alles nicht ganz so schwierig aus, aber wie gesagt, hier auf diese ganzen Lösungen von diesen von diesen ganzen Aufgaben zu kommen, die ganzen violetten Energiezellen zu finden, besonders die in der Schatzkiste, weil man den Skelettschlüssel erst braucht. Und natürlich die Trophäe zu kriegen, weil man mit dem coolen Kabeljau natürlich perfekt durch die Ringe steuern muss. Es ist alles schon recht schwierig, das beim ersten Mal zusammenzukriegen. Ja, jetzt müssen wir wieder in unseren coolen Kabeljau zurück, den wir hier vorne irgendwo zurückgelassen haben sollten. Jawohl, da ist er. Rup, wunderschön. Ein weiter Sprung mit Ivo in den coolen Kabeljau. Und jetzt müssen wir das Wasser wieder aufdrehen, weil ansonsten kommen wir nicht bis zu der Erhöhung zu dem Ziel. Daran habe ich übrigens eben gedacht. Nachdem man hier nämlich den Wasserhahn aktiviert hat, kann man nicht mehr zu der Riesenqualle rein. Aber man kann zu der Riesenqualle rein, solange das Wasser beim normalen Stand ist. Huhu, wunderschön. Ja. Wo war denn diese Tür? Jetzt muss ich erstmal wieder meine Orientierung finden, denn ich finde meistens irgendwie diesen kleinen Gang nicht zu der Riesenfalle rüber. Ich finde, der ist irgendwie sehr gut versteckt. Nee, da vorne ist nur Weltall. Auch ein Problem, in den Weltall, ins Weltall rauszuspringen mit dem Fisch, das sollte man nicht tun. Kann ich nicht empfehlen. Es ist, jetzt schwimmen wir einmal quer ums ganze Level rum, hier ist es auch nicht. Nee, das da vorne ist die Einkerbung zu dem Kabeljau, den wir befreit haben. Zu diesem weißen Gebiet. Ja, hier vorne müsste es sein. Genau, da vorne ist die Einkerbung, über die wir drüber müssen. Wunderbar, wir sind genau in die falsche Richtung eben gesprungen. Wie sollte es doch sonst sein? Ja, wieder gucken, dass wir hier nicht auf Land landen. So, und jetzt an der Riesenqualle vorbei ins Ziel. Da vorne ist er, der Teleporter. Ah, und damit haben wir dann ganz schön fischig hinter uns gebracht. Wunderbar, wunderbar, ohne größere Komplikationen. Ah, wunderschön. Und damit haben wir das letzte Mal, glaube ich, einen coolen Kabeljau gesteuert. Bau. Au. Er hat sich wieder wehgetan. Ah, immer ein schönes Bild. Ja, das letzte Level ist Walrennen 64. Nicht zu verwechseln mit Wave Race 64, worauf sich dieses Level beziehen soll. Ah, ganz schön fischig ist gerettet. Also, bis zum nächsten Mal.